Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, wir haben nach wie vor Designpapieraktion im Juli. Das geht noch, im Juni, Entschuldigung. Das geht noch bis zum 30. Juni. Diese Aktion, dass ihr auf so gut wie alle Designpapiere 15% Preisnachlass von Stampin' Up erhaltet. Und ich blende euch das nochmal eben ganz kurz ein. Das sind alle Designpapiere, die ihr so im Katalog findet, bis auf die der In-Color-Farbfamilien und der Farbfamilien und die besonderen Designpapiere. Ansonsten sind in der Aktion alle mit drin. Und eine besondere Sache gibt es noch, bevor ich euch was zu den Karten erzähle, die fürchterlich schnell gemacht sind und zu jedem Anlass denkbar natürlich. Und zwar morgen, ich blende euch das wieder ein, am 21. Juni von jetzt 0 Uhr bis 23.59 Uhr geht das immer, also den gesamten Mittwoch dieser Woche, erhaltet ihr ab einem Bestellwert von 75 Euro Gratisversand. Das heißt, ihr spart euch 7,95 Euro. Wenn ihr es schnell haben wollt, dann geht doch in den Online-Shop und nutzt meinen Gastgeberin-Code für den Juni. Dann schreibe ich euch eure Treuepunkte gut. Ich werde, wenn sich die Gelegenheit bietet, morgen noch eine Sammelbestellung rausgeben für all diejenigen, die nicht über den Online-Shop wollen. Gar kein Problem. So, kommen wir zu den Karten. Ich habe hier das Designpapier mal wieder, muss ich sagen, farbenfrohe Pflanzenwelt benutzt. Und wie das geht, wie schnell das geht, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Designpapier genommen, die Rückseite hier einen Streifen drauf gebracht und an die Rückseite dann auch die Kartenform angepasst. Ich habe noch kleine Embellishments draufgebracht und einen Spruch. Ihr könnt hier natürlich jedes Designpapier nehmen, was immer ihr wollt. Das hier ist angepasst auf 6x6, also diese Größe, 15,2 x 15,2 cm. Ich habe 4 Karten innerhalb von 10 Minuten gemacht. Das längste, was gedauert hat, war die Stempelei. Ich will nicht übertreiben. Nein, es waren keine 10 Minuten, es war eine Viertelstunde, diese 4 Karten. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Als erstes Mal habe ich verwendet für diese Karten hier, die ich euch gerade gezeigt habe, wunderschöne Werke. Das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Mir hat mal jemand gesagt, keinen Briefumschlag versenden, ohne außen zu stempeln. Das mache ich so gut wie nie. Ich vergesse das immer. Aber es stimmt schon, es ist sehr schön. Allerdings bitte darauf achten, wenn hier der Absender hinkommt, immer nur auf der Seite stempeln, sonst kriegt die Post Probleme. Ich habe den Umschlag entsprechend gestempelt. Ich habe hier, einen Moment, besten Dank genommen. Ich habe hier für eine wahre Freundin genommen. Ich habe im Hintergrund, ich finde diesen Stempel so schön, diesen Abriss aus irgendeinem Buch. So sieht es so ein bisschen ausgenommen. Ich finde das einfach sehr, sehr schön. Und zum Abschluss habe ich das Ganze verschönert mit den selbstklebenden Pailletten in 3 Farben. Da sind weiß schimmernde drin und da ist es völlig egal, welche Farbe ich nehme. Die kann ich immer nehmen. Die finde ich sensationell. So, jetzt zeige ich euch mal, was ihr braucht. Grundsätzlich, wunderschöne Werke ist im Übrigen ein Produktpaket. Das findet ihr im Jahreskatalog auf der Seite 103. So, das lege ich mal beiseite, denn ich will ja auch mal was anderes benutzen. Ich habe hier meinen Umschlag schon. Ich benutze jetzt einen Spruch aus dem Stempelset mit gutem Gefühl, nämlich diesen hier, vielen Dank. Auch im Jahreskatalog zu finden. Einen Moment, wo ist mein Katalog?
mit guten Gefühlen mal eben gucken. Das habe ich nicht vorbereitet, muss ich gestehen, weil ich mir das eben so spontan überlegt habe. Seite 33 findet ihr das Stempelset mit diesen wunderschönen großen Sprüchen. Ich stehe ja auf große Sprüche. Da ist die Karte immer so schnell fertig. So, mit einem Blatt Designpapier in 6x6 Inch könnt ihr zwei Karten machen. Zwei Karten bedeutet, ich brauche zwei Mattungen, also die Hälfte in diesem Fall eines DIN A4 Blattes Vanille pur. Und zwei Karten bedeutet, ich brauche ein gesamtes Blatt einer weiteren Farbe. Ich habe mich hier jetzt, weil ich hier schon einen Blau- und Gelbton genommen habe, für Calypso entschieden. Und das bereite ich mal als erstes vor. Übrigens, alle Maße hierzu und alles, was ich verwendet habe, findet ihr wie immer, findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Ich blende sie euch kurz ein. Oder aber ihr geht hier oben auf die Infokarte, haltet das Video kurz an, drückt dort drauf, ihr kommt direkt auf meine Homepage. Dort sind alle Maße sowohl in Inch als auch Zentimetern hinterlegt. Ich bin eine Inch-Bastlerin, aber die Zentimeter sind auch da. Druckt euch das aus oder schreibt euch das einfach ab. Kommt zurück und bastelt mit mir mit. So, wir bereiten als erstes mal eben die Karten vor. Also, ich habe mir im Laufe der Jahre angewöhnt, nicht das Maß dieses Farbkartons zu nehmen, sondern damit ich es mir einfacher machen kann und nicht irgendwie halbe Millimeter und so nehmen muss, kürze ich meinen Farbkarton auf 11,5 Inch. Das heißt, ich schneide so einen kleinen Streifen immer ab. Ich will ja zwei Karten machen. Das heißt, ich falze mir das jetzt auf 4 1/8. Das ist die Hälfte. Und dann schneide ich das bei 5 3/4 und habe zwei Karten, in dem Fall jetzt mal hochkant. Ist aber noch egal. Also je nachdem, diese hier lassen sich so öffnen und diese hier lassen sich gleich entweder seitlich öffnen oder auch so öffnen. Ich brauche eine seitliche Karte, darauf ist es ausgelegt. Das ist das eine, das sind meine beiden Kartenbasen. Und dann brauche ich noch eine Mattung. Die Karte ist 4 1/8 breit. Ich nehme also 4 Inch und 1/8 weniger von der Breite der Karte. So. Dann habe ich hier so ein kleines Reststück, das wegkommt. Dann habe ich meine Kartenmattung. Und jetzt nehme ich mir mein Designpapier. Und hier ist es jetzt wichtig, darauf zu achten, wenn ihr ein Muster habt. Meine erste Mattung ist 4 Inch breit. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal 1/8 runter, also 3 7/8. Das ist die Breite der Karte, also soll mein Muster so laufen. Das drehe ich um, das brauche ich gleich noch. Und das teile ich mir jetzt in der Mitte durch, nämlich bei 3 Inch. Und schon habe ich zwei zusätzliche Mattungen. Und das ist jetzt die Rückseite. Das passt mir sehr gut, weil das ist in Calypso. Da schneide ich mir einen halben Inch ab. Und zwar zweimal. Und das ist jetzt mein Reststück, was ich habe. Und da kann ich mit Sicherheit auch noch mal irgendwo was verschönern. Das kommt in mein DSP wieder rein. Ich habe mich jetzt entschieden, das zeige ich euch mal hier, dass ich das nicht auf die Breite des Designpapiers mache, sondern auf die Breite der Mattung, also über das Designpapier drüber klebe. Die Breite der Mattung waren 4 Inch. Da wird das gekürzt und der zweite auch. 4 Inch gekürzt. Fertig. Das war für den Moment der Papierschneider. Den brauche ich gleich nochmal. Und jetzt baue ich mir die Karte mal eben auf. Falzbein. Na, komm her. Eben einmal nachziehen mit dem Falzbein. Ihr könnt, wenn ihr mögt, den flink und fest benutzen. Ich benutze wirklich am allerliebsten Tombow.
Einfach, weil ich dann, falls ich nicht ganz gerade bin, noch ein bisschen schieben kann. Das kann ich natürlich auch mit dem trockenen Kleber. Ich kann zwar nicht schieben, aber wenn ich es nicht gleich voll andrücke, dann kann ich da nochmal dran ziehen und das nochmal neu setzen. Aber mir ist Tombow einfach lieber. Ich weiß, viele nehmen nicht gerne Tombow, weil sie sagen, immer habe ich klebrige Finger. Ich habe auch manchmal klebrige Finger, aber zum Glück nur manchmal. So. Dann haben wir die beiden Mattungen, die bringe ich auf. Solche Karten hier kann man auch ganz hervorragend in Masse produzieren. Also wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Karten braucht für eine Einladung oder um mal jemandem Danke zu sagen, kann man diese Karte wunderbar dafür nehmen. Das entsprechende DSP, was man haben möchte, einen passenden Spruch, die passende Farbe und zack ist die Karte fertig. So, nicht falsch rum. Das kommt jetzt, kurz gucken, dass ich richtig bin, auf meine Mattung. So. Und der Streifen, den nehme ich auch gleich. Der kommt jetzt so ganz knapp über das Designpapier geklebt. Also wirklich, es muss nicht viel sein, nur so ganz knapp, dass es gut verdeckt ist. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich Band nehmen würde, dass so diese harte Kante verdeckt. Einmal. Da geht sie auf. Und die zweite Karte. Wie ihr seht, das geht echt fix. Und auch wenn man da ein paar mehr von machen muss, das geht immer noch so fix. Da seid ihr relativ schnell mit einem Batzen Karten fertig. So, einmal den. Und den Streifen drauf. Ihr könnt natürlich dieses Deckblatt auch auf eine Funfold-Karte kleben, wenn ihr wollt. Macht sich bestimmt auch sehr gut. Aber ich habe jetzt mal eine normale Karte genommen. So, die Karten sind grundsätzlich mal fertig. Jetzt komme ich aber zum Stempeln noch und vollende das Ganze. Ich habe benutzt diese beiden Stanzen. Einmal die Kreisstanze 2/3/8 und den dekorativen Kreis heißt da. Die passen nämlich ganz hervorragend. Das habe ich bei den anderen Karten auch schon gemacht. Die passen ganz hervorragend übereinander und hier bleibt so ein kleiner welliger Rand über. Finde ich total schön. Und auf diese hier bringe ich jetzt meinen Stempelspruch an und da kommt gar nichts mehr weiter drauf. Hier habe ich ja in den Hintergrund diesen krisseligen Stempel, nenne ich ihn jetzt mal, genommen. Hier mache ich das nicht. Wenn ihr hier unsicher seid mit dem in die Mitte stempeln, dann stempelt erst und stanzt dann. Ich hoffe, mein Augenmaß ist heute gut. Das sieht sehr gut aus. Wenn ihr jetzt einfach auf so ein Reststückchen stempelt und dann den Kreis ansetzt und das ausstanzt, ist es natürlich deutlich einfacher, die Mitte zu finden. Aber es gibt Tage, wo da kann ich das nicht gut. Aber heute ist ein guter Stempeltag. So, haben wir. Und wo ich gerade hier am Stempeln bin, stempel ich mir auch gleich noch meinen Umschlag. Dafür habe ich wieder diesen Stempel genommen aus dem Stempelset Wunderschöne Werke. Ich nehme die gleiche Farbe, wie ich hier auch gestempelt habe. Und setze das hier einfach an die Seite. Und schon ist mein Umschlag verschönert. Das war's schon. So, machen wir hiermit weiter. Hier bei den Karten habe ich den dekorativen Kreis auf den großen Kreis platt aufgeklebt, denn ich habe den Spruch mit Dimensionals erhöht. Das sieht man hier so ein bisschen. Das habe ich hier natürlich nicht. Deswegen kommt jetzt auf die Rückseite meines Spruches kommen Dimensionals drauf. Bei einem Kreis immer 3 nehmen. Das ist exakt die richtige Menge dafür. So, einmal die Folie ab.
und hier schön mittig aufbringen. Auch hier die Folie ab. Und schön mittig aufbringen. Und das Ganze kommt jetzt hier noch drauf. Dann kommen noch die Embellishments drauf und fertig sind unsere beiden Karten. Und ich kann euch sagen, wenn ihr die Dinge gut vorbereitet, das mit dem Stempeln und dem Stanzen, dann muss man eben einmal kurz gucken, dass es gerade wird, dann seid ihr wirklich mit vielen Karten fix dabei. Und ich finde das, ich finde die total schön. Man hat schön DSP verarbeitet, man hat schöne Karten bei raus. Man hat durch das Umdrehen des Papieres nochmal so ein kleines Highlight in der Karte, was natürlich auch sehr gut passt. Und ich finde die großartig. Sowas kann man eben schnell mal machen. So, Embellishments drauf. Da nehme ich wieder meine kleinen Funkeligen. Und als kleiner Tipp, ich habe es, ganz ehrlich, ich habe es auch nicht so sonderlich mit Pailletten oder sonst irgendwas aufkleben. Ich weiß immer nicht, ach, sollen die weiter nach rechts, sollen die weiter nach links. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr immer eine ungerade Anzahl nehmt, dann habt ihr es einfacher. Und hier passen mir drei Stück jetzt gut drauf. Und fertig sind unsere beiden Karten, wenn auch nur mit einem Umschlag, den zweiten muss ich noch stempeln. Aber fertig sind unsere beiden Karten. Ich glaube, wenn ich die Erklärzeit und so abziehe, dann habe ich da knapp 10 Minuten für gebraucht. Wenn ich jetzt mehr vorbereitet habe, dann, ich würde mal schätzen, 6 solche Karten sind ungefähr in 20 Minuten fertig. Und dann könnt ihr das hochrechnen, wenn ihr da 30 von habt, dann braucht ihr 5 mal 20 Minuten. Außer jemand hilft euch, dann geht das noch schneller. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß daran. Und bitte dran denken, DSP-Aktion und Gratisversand. Das heißt, wenn ihr morgen eine Bestellung aufgebt, ob im Online-Shop oder direkt über mich, dann könnt ihr nicht nur 15% am Designpapier sparen, sondern ihr habt auch noch den Vorteil, dass ihr euch die 7,95 Versand spart. Besser geht's nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachwerkeln und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.